Hallo ihr Lieben und Peace erstmal. Heute mal von einem Stellplatz in den Niederlanden. Ein wunderschöner Stellplatz hier. Ich kann ja einmal so rundherum zeigen. Bisschen Bevölkerung hier, bisschen bewölkt. Anlass meines Videos jetzt gerade ist leider einmal wieder das leidige Corona-Thema. Also wenn man ja auch schon wieder hört, hier so ungeimpfte PCR-Test, erst mit dem PCR nach Portugal. Jetzt haben sie das, glaube ich, schon wieder ab dem 1. Juli geändert, weil die Zahlen doch wieder sinken. Frankreich musste ungeimpft, aber PCR oder Schnelltest vorweisen. Also hier in den Niederlanden aktuell alles super entspannt. Keine Maskenpflicht überhaupt irgendwo mehr. Kein nix. Genau, also ich weiß nicht, warum wir uns da in Deutschland so schwer tun. Also, na gut, will ich mich jetzt auch gar nicht weiter drüber aufregen. Die Frage ist doch trotzdem, aber darf ich nicht als Ärztin meine eigene feste Meinung haben? Also als ich in Mutter-Kind-Kurve gewesen bin, da war da sogar der aufnehmende Arzt, der zu mir sagte, ja, wenigstens beziehen Sie Stellung. Sie haben einen eindeutigen Standpunkt. Sie sagen, Sie lassen sich nicht impfen, aus dem und dem Grund. Ich sage immer noch, ich finde es kurios und bin skeptisch, weil so wie die Impfung von Anfang an propagiert wurde und an den Mann gebracht werden sollte, gegen Bratwurst, gegen Cola, lass dich impfen, kriegst du eine Pommes. Nee. Also bis jetzt habe ich immer noch kein Corona gehabt. Ich warte ja immer noch drauf. Nur das dann, wenn man auch hier auf YouTube das also offen sagt, dass man seine eigene Meinung hat und warum man sich nicht impfen lässt. Klarer Menschenverstand sagt, keine Risikofaktoren. Gut, ich bin jetzt 41, vielleicht das Alter könnte ein bisschen mitspielen, aber ich rauche nicht, ich sauf nicht, ich weiß nicht, ich könnte mal ein bisschen mehr Sport wieder machen, mache ich leider auch schon allzu lange nicht mehr. Merkt das dann teilweise mal ein bisschen an der Luft, wenn man zu viel Treppe steigt und ja, gut, ne. Aber nur, dass man dann auch in den Kommentaren liest, angeblich eine Kollegin sagt, dass ich als Ärztin ungeimpft die Approbation entzogen bekommen sollte, wo ich mir denke, warum? Ich meine, hätte ich wirklich, als ich damals mein Abitur nachgemacht habe, 2007, genau, habe ich mein Abi gemacht, nachgemacht an der Abendschule, wenn ich da hätte absehen können, dass Corona so ein Shit hier mit uns allen macht, hätte ich mich vielleicht doch für Jura entschieden. Da ist es vielleicht im Moment noch einfacher, ungeimpft zu arbeiten. Hätte ich vielleicht auch sogar noch mehr Geld verdient, man weiß es nicht. Aber ich dachte, es ist ein bisschen trocken, das Jurastudium, studierst du halt Medizin. Bist ja auch jemand, der eigentlich empathisch ist und den Menschen hilft. Und dann kriegst du so Kommentare irgendwie unter deinem Video, wo dann jemand meint, ich wäre eine Schande für den Berufsstand. Und wenn andere mich zitieren, gut, ich habe Medizin studiert, ich sage, ich weiß nicht alles, aber bei meinem klaren Menschenverstand sage ich, nein, ich beobachte erstmal, was hier wieder weiter so abgeht mit der doofen Impfung. Sollen die mich da damit in Ruhe lassen? Also ich gefährde doch keinen, weil ich mich nicht impfen lasse. Gut, Ärztekammer sagt, ungeimpft darf man mich überhaupt gar nicht einstellen, was ich gar nicht verstehe. Das tolle Gesetz kommt ein neuer. Das tolle Gesetz soll ja im Dezember auslaufen, aber wird ja sehr wahrscheinlich verlängert werden. Hier unsere einrichtungsbezogene Impfpflicht. Ich spekuliere ja immer noch darauf, dass vielleicht im nächsten Jahr die weg ist oder in 2 Jahren. So habe ich wenigstens im Moment noch Zeit für meine knapp 4-jährige Tochter. Bin ich halt arbeitslos, beziehe Hartz IV. Gut, komme ich ungeimpft ja im Moment nicht raus. Kann mir irgendwann nochmal Plan B überlegen, aber im Moment, ja, finanziell wird es ein bisschen knäppig, aber gut, ich überlebe, sagen wir es mal so. Ich kenne ja auch andere Zeiten schon vor dem Studium mit Hartz IV-Bezug. Ist ja jetzt nicht so, dass ich eine Ärztin wäre, die aus dem Ärztehaus kommt, wo man dann vielleicht, wenn man in Hartz IV fallen sollte, depressiv wird, weil man sich damit gar nicht auskennt. Ich meine, dann wird sparsam eingekauft. Nee, also es gibt immer solche und solche Zeiten, alles hat sein Gutes. Und wenn wirklich in ein paar Jahren sich manche Vermutungen bewahrheiten sollten, was kommt da jetzt angeflogen, sitzt auf meinem Fuß, ne, noch ist es nicht, aber irgendwas pieksiget, soll man ja weiterfliegen.
Wenn sich da einiges von dem, was ich so vermute und befürchte und anderen glaube, bewahrheiten sollte, dann, tja, habe ich wenigstens ein reines Gewissen, ne? Egal, ob jetzt irgendwer sagt, ja, du Schande für meinen Berufsstand, du Schande für die Nachbarschaft, du Schlag ins Gesicht der Menschheit. Nein, ich habe meinen Standpunkt, ich lasse mich nicht impfen. Ich würde auch immer noch allen raten, schaltet euren gesunden Menschenverstand ein. Genau, und dann muss man halt mal abwarten, was da so kommt. Da kommt erstmal, hallo, ein freilaufendes Hündchen, genau. Und dann muss man da halt einmal gucken und abwarten, was da jetzt so kommt. Und wenn ich dann unter meinen Posts beschimpft werde von Leuten, die in ihrem Intro stehen haben, rettet die Wale, esst mehr Japaner. Weiß ich nicht, hat so ein Mensch studiert? Also für mich wären das Sätze, die würde ich nie irgendwo hinschreiben, hinposten. Weil erstens machen die gar keinen Sinn. Zweitens sind die, ja, weiß ich nicht. Aber gut, wollte ich mich noch mal kurz zu Wort melden. Ja, und dann schauen wir mal. Bin auch mal gespannt. Ende August wollten wir noch mal eventuell in Urlaub. Ob das klappt oder ob man dann doch ungeimpft wieder überall, PCR, dat und dat. Aber gut, wenn es so ist, ist es so. Wenn ich dann endlich vielleicht mal Corona haben sollte, ist es auch so. Vielleicht habe ich es ja auch vorher noch und habe dann endlich mal einen dreimonatigen Genesenenschein. Aber ich glaube nicht, dass es so sein wird. Dementsprechend bleibt gesund, haltet durch, macht das, was euer Verstand euch sagt. Ich höre auch immer mehr im Moment, meine Mutter sagt, die ist 72, einmal geboostert. Eigentlich sollen die ja sich alle boostern lassen. Ich glaube, in der Pflege und alle, die müssen sich auch die vierte Impfung abholen oder sollen. Tja, wenn ihr das alle macht, dann macht das alle. Also die meisten machen das auch nicht freiwillig. Man gibt ja auch genug Ärzte und Pflegekräfte, die Angst um ihren Job haben und die sich gezwungenermaßen impfen lassen, auch wenn die eigentlich dagegen sind. Nur ich, wie gesagt, vertrete meinen Standpunkt. Ich komme damit klar, dass ich halt Hartz IV beziehe. Ist halt ein bisschen doof, aber gut, man muss ja aus allem auch das Positive ziehen, halt mehr Zeit fürs Kind. Werden auch wieder andere Zeiten kommen und dementsprechend versucht doch mit eurem Gewissen das zu vereinbaren, was ihr für euch entscheidet und steht hinter dem, für was ihr euch entscheidet. Also ich stehe hundertprozentig zu meiner Entscheidung, dass ich mich nicht impfen lasse. Da kann mich beleidigen, wer will. Weil ich mich immer noch nicht als Gefahr für irgendwen sehe, sondern eher die Genesenen und Geimpften, die sich nicht testen lassen müssen regelmäßig. Die würde ich ja eher, was Corona verbreiten angeht, jetzt in Anführungszeichen als Gefahr sehen. Wenn wir ja sagen, jetzt ist nur leichter Schnupfen, die Erkrankung ist ja gar nicht so schlimm, dann ist das eigentlich auch keine Gefahr. Gab ja jetzt auch hier Love Parade, Bochum total, überall Feten und Feiern, Menschen dicht an dicht. Müssen wir mit leben mit Corona. Und wie gesagt, ich drücke mir immer noch die Daumen. Nächstes Jahr, in 2 Jahren spätestens, ist diese einrichtungsbezogene Impfpflicht hoffentlich passé. Auch wenn sich 90% haben impfen lassen vorher oder da kann ich ja nichts für. Und gut, wenn ich halt dadurch dann bestraft sein sollte, dass immer noch gesagt wird, nö, und eine Ärztekammer, die darf hier nicht mehr arbeiten. Manchmal denke ich auch, die sagen einfach, ich darf da einfach nicht mehr arbeiten, weil... Ich habe auch immer gesagt, wenn ich noch im Krankenhaus, Intensivstation oder irgendwo arbeiten würde, ich hätte ja live miterlebt, was jetzt stimmt und was nicht. Gibt es wirklich so viele Intensiv-Corona-Patienten? Wird jetzt in Totenschein nur reingeschrieben, mit an Corona verstorben, um eine höhere Prämie in Anführungszeichen zu kassieren, weil da die Hygienebestimmungen ja anders sind und das Krankenhaus mehr Geld kriegt für sowas? Ich weiß es nicht, also hätte ich gern schon live miterlebt, ist leider nicht so gewesen, dann hätte ich noch mal ein bisschen mehr erzählen können, wie das denn so ist. Vielleicht dann dadurch meinen Job verloren, weil sich die Ärzte auf den Schlips getreten fühlen. Aber wie gesagt, ne, dann deshalb denke ich dann auch manchmal, dass die Ärztekammer sagt, ne, Ungeimpfte stellen wir jetzt erst gar nicht ein, weil nicht, dass die noch was aufdecken. Dass die sehen, was wir hier für ein erzählen und was eigentlich doch nicht stimmt. Also manchmal kommt mir das wirklich so vor. Kann auch sein, dass ich spinne. Von mir aus kann man mich auch Spinner nennen. Ich persönlich würde mich einfach als freidenkender, selbstdenkender Mensch bezeichnen. Habe meine Kinder auch immer dazu erzogen. Bin auch froh, dass die das so machen. Dementsprechend bleibt gesund und wir hören uns. Tschüss!